Ja, wir tanzen jetzt hier nicht durch den Abend, aber wollen natürlich auch über dieses Thema dann weiter sprechen und das auch noch vertiefen. Mit Robert Montoto ist für uns da von der Metropolregion Rhein-Neckar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Hat denn dieses Problem Clubsterben auch tatsächlich als solches erkannt? Ja, also ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht so sehr angekommen und vielleicht auch noch nicht bei den Kommunen in der Region. Und deswegen finde ich so begrüßenswert, dass der Verband Eventkultur, da sind die Clubbetreiber und Veranstalter organisiert, dass die das jetzt zum Thema machen, damit wir darauf aufmerksam werden. Was muss denn passieren oder was kann noch getan werden? Ja, also der Verband Eventkultur Rhein-Neckar hat eine gute Idee. Die haben ein Konzept zur Förderung von Clubs erdacht. Das ist, glaube ich, sehr seriös. Es wäre gut, wenn sich die Kommunen bereit finden würden, mit dem Verband an einen Tisch zu setzen. Wir von der Metropolregion, das Kulturbüro der Metropolregion, wäre auch bereit, solche runden Tische oder einen solchen runden Tisch zu moderieren. Was ist denn vielleicht auch schon passiert, gerade in den vergangenen Monaten, Jahren, um diesem Problem ein bisschen entgegenzusteuern? Also die Gründung dieses Verbands, das ist ein erstes Zeichen, dass die Akteure sich selber organisiert haben. Das ist gut. Die Kommunen haben vielleicht noch nicht die Sensibilität gehabt, um darauf wirklich zu reagieren. Aber es ist wichtig für das Leben in unseren Städten, für die Lebendigkeit unserer Städte, dass es weiterhin auch Clubs und Bands gibt, die Auftrittsmöglichkeiten haben. Wie können denn dann auch Städte und Gemeinden auf dieses möglicherweise auch veränderte Ausgehverhalten oder Freizeitgestaltungsverhalten der jungen Menschen, jungen Erwachsenen oder auch Jugendlichen reagieren? Also ich würde mal behaupten, dass es immer noch diesen Bedarf und diese Lust gibt nach guten Clubs und guten Orten, wo Bands spielen können. Das gibt es nach wie vor. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die haben sich verschärft. Und die Clubbetreiber haben es sehr, sehr schwer, die Veranstalter haben es sehr, sehr schwer, überhaupt zu überleben. Und deswegen muss man, glaube ich, versuchen, hier eine Förderung zu installieren, nach Hamburger Vorbild. Das schlägt der Verband vor. Und wir würden auch versuchen, in allen Gremien, in denen wir vertreten sind und in unseren Netzwerken, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Arbeit, die diese Clubs machen, so bedeutend ist, wie die Arbeit der großen Kulturinstitutionen, seien es jetzt die Theater, Bibliotheken oder Museen. Das ist eine sehr bedeutende Arbeit, auch für die Sozialisation der Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Kam auch bei mir an und dann werde ich auch künftig mal wieder häufiger in Clubs gehen. Robert, hoffe ich doch. Danke, dass Sie da gewesen Gerne. Sind.